Das wird doch. Das wird so. Das ist im Auserfahren. Also die Schilderung war ja grenzgenial, oder? Liebe Freunde, willkommen wieder in meinem Kanal für einen neuen Episoden aus Montenegro. Also beim vorigen Episoden habt ihr gesehen, die Tet Montenegro war sehr, sehr anstrengend. Ja, wir haben über 8 Stunden gebraucht, um 60 Kilometer Offroad-Passage, die alles andere als einfach war. Und heute haben wir gesagt, machen wir gemütlichen Teil. Wir sind jetzt in Land Indere und fahren auf die Kotor Serpentinen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen so kleine Straßen, um ein bisschen zu entspannen und ein bisschen uns auszuruhen. Und wir sind wieder mal komplett geflasht von dieser Landschaft. Also Montenegro hat bei mir mein Herz gewonnen. Also ich mag das gern. Das macht irgendwie so natürlich, diese Landschaft.
Jetzt tröpfelt es gerade ein bisschen, aber irre. Also, habt ihr die Kurven gesehen? Dann machen wir gleich. Kehre 2. Hat ein bisschen länger gedauert. Geht schon, bin schon da. Ab kommt ein Auto. Dann ist der Chaos perfekt da oben. Ja. Ich glaube, das war Kehre 5 oder 6, habe ich vergessen jetzt. In der Bucht von Kotor. Jetzt am Boden und da oben waren wir. Montenegro ist auch das. Schaut mal diese Landschaften aus, liebe Freunde. Wahnsinn.
afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. Wir fahren auf den Molosseumbob von Budva auf den Berg um. Dieser Nationalpark ist nicht kostenlos, kostet 3 Euro. Das hat müssen Albert zahlen, weil wir ein bisschen weiter hinten. Ich bin einfach vierig gefahren. Can't shake the feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling. Tag ohne Enduro-Modus. Was geht das darüber? Oder darüber? Schauen wir mal. Gehen wir darüber. Keine Ahnung, wo ich bin, aber schauen wir mal. Das könnte passen. So habe ich jetzt keinen Weg, nee, aber der andere von uns retour muss mal zurück. Okay, kann ich doch? Ja. Ja. Es ist privat. Du zu deiner Kraut, einfach Rosenmann, weißt du? Ich habe gesehen, das geht doch nicht weiter. Ah, das wären dann die anderen Straßen gewesen, was ich gesagt habe vorher. Aber gehen wir wieder normal, weil das wird mir ein bisschen, was die in unwegsame Gelände nahe, oben. Oder war es da, ja? Ja, wir haben es probiert. Fertig. Ja, genau das. Mündet der wieder auf die Hauptstraßen. So, Tag 8, unsere Reise in den Balkan. Wir verlassen bald mal Montenegro und gehen in Albanien, fahren durch Albanien. Was soll ich über Montenegro sagen? Gewaltig! Sehr, sehr schönes Land. Facettenreiche Landschaft. Aber jetzt ist Albanien dran.